Josh stand regungslos da, völlig erstarrt. Langsam sah er an sich herab und begann sich abzutasten. Als der Schuss durch den Raum hallte, hielt ich es für besser, mich mit einem Sprung in Sicherheit zu bringen. Nun saß ich auf dem Boden und starrte Josh an, wie er sich abtastete. Keine Schmerzen. Hatte gehört, dass verwundete Soldaten manchmal erst nach Stunden kapierten, dass sie sich eine Kugel eingefangen hatten. Also tat ich es Josh gleich. Keine Löcher. Wir schauten uns an und jeder von uns wusste, dass wir nichts abbekommen hatten. Doch wer zur Hölle hatte geschossen? Zeitgleich drehten wir uns in Richtung, aus der vermutlich der Schuss kam. Da stand Mrs. Ziel mit einer Knarre, die sie mit ihren beiden gesenkten Händen festhielt. In ihrem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Hass, Wut und eine Prise Wahnsinn. Fassungslos drehte ich mich wieder zu Josh. Und Josh tat es mir im selben Augenblick gleich, als wären wir zwei verschissene Spielzeugroboter, die man mit derselben Fernbedienung steuern würde. Nun sahen wir beide in die andere Richtung, zum Panikraum oder besser gesagt zu dessen Eingang. Genau dorthin, wo Mr. Ziel stand. Okay, streich das. Wo der Typ nun mit einer nicht zu übersehenden Schusswunde im Bauchbereich auf dem Boden lag. Fuck. Ich stürzte mich regelrecht auf den Typen mit der minimalen Hoffnung, ja, was eigentlich, dass die tiefrote Soße nur ein riesen Ketchup-Fleck wäre und dass der da nur so ruhig rumliegen würde, weil er sich genau in diesem Moment dazu entschlossen hatte, ein kleines Nickerchen abzuhalten. Ich wusste es, der Typ war hin. Ich checkte trotzdem panisch seinen Puls. Welchen fucking Puls? Da war nichts. Der Typ hatte einfach eine Nulllinie. Aus, erledigt, am Arsch. Scheiße, Josh, sagte ich, während ich mich wieder erhob und auf die Leiche unseres Ziels starrte. Der Typ ist hin. Und wir sind voll am Arsch. Aber wir haben ihn doch, wandte Josh hinter mir ein. Das ist irgendwie nicht dasselbe, Josh. Ich dachte kurz darüber nach. Auf der anderen Seite, wenn die einfach nur Lösegeld kassieren wollten, dann könnte man auch mit einem Toten einen ziemlich guten Bluff hinbekommen. Als Entschädigung für unser Versagen und ja, das Ding würde voll und ganz zu unseren Lasten gehen, könnten wir diesen Bluff durchziehen. Wir würden die Firma oder sonst wem dazu bringen, ein fettes Lösegeld zu zahlen und am Ende würden wir wieder gut dastehen. Ich ließ mir den Gedanken kurz durch den Kopf gehen, als Josh mich dabei unterbrach. Wollen wir jetzt irgendwas tun? Ja, wollen wir. Wir machen es so. Du holst den Wagen, dann schnappen wir uns den Typen und verziehen uns. Und was machen wir mit ihr? Fragte Josh. Keine Ahnung, aber ich denke, unter diesen Umständen wird sie wohl keine Kohle mehr für ihren Ehemann rausrücken. Wir können sie auch schlecht hier lassen. Irgendwann wird sie reden und dann von ihrem scheißtoten Mann berichten. Wir können die Art der Aufmerksamkeit gerade nicht wirklich gebrauchen. Josh nickte kurz und sagte dann, naja, wir könnten sie auch. Den Rest ließ er offen. Mir war klar, was er damit meinte. Verdammt, Josh. Er war eigentlich ein ziemlich gutmütiger Typ, doch er hatte einfach nicht die geringsten Hemmungen, irgendjemanden eiskalt abzuknallen. Klar, wenn dir irgendwer an den Kragen will, dann pustest du ihm das gottverdammte Hirn aus der Birne. Kein Problem und völlig legitim. Aber diese Frau jetzt einfach so umzulegen, würde mir meinen guten Schlaf ruinieren. Und das für Monate. Josh dagegen würde es nicht im geringsten jucken. Verdammt, vielleicht würde er sogar besser schlafen, weil er sich einfach keine Sorgen mehr um die Frau machen müsste. Verquere Logik? Auf jeden Fall. Nein, Josh, wenn das mit dem toten Typen hier schief geht, dann können wir vielleicht durch sie etwas rausholen. Natürlich nicht durch Quadra. Sie steht einfach nicht auf der Payroll. Aber vielleicht hat sie ja reiche Eltern oder sowas. Okay, wir sollten unserer kleinen Serienkillerin erstmal ihr Spielzeug wegnehmen. Wir sahen jetzt beide zu der Frau rüber. Alle Emotionen waren aus ihrem Gesicht verschwunden. Sie stand einfach regungslos da und starrte ungläubig auf ihren toten Ehemann, Ex-Ehemann. Die Waffe hielt sie unverändert mit beiden Händen fest umklammert, wobei sie den Boden zu bedrohen schien. Also schlüpfte ich erneut in meine Paraderolle als Bulle. Und während ich langsam auf sie zuging, sagte ich, Ma'am, es ist alles okay, am Arsch. Sie müssen mir nur die Waffe geben, damit ich dich abknallen kann. Ach nein, das wollten wir ja nicht tun. Josh setzte sich ebenfalls langsam in Bewegung und steuerte die Frau von der linken Seite an, während ich mich von rechts näherte. Es folgten keinerlei Reaktionen von ihr. Sie schien weit weg zu sein, mal wieder.
Wir waren nun bei ihr. Josh gab mir das Zeichen, dass er sie einfach packen könnte, um mir so die Waffe abzunehmen. Doch wer weiß, vielleicht würde sie sich erschrecken und als Folge dann wild um sich ballern. Nein, hier gibt's schon genug Leichen. Ich wollte die Lage sachte angehen, also signalisierte ich ihm, sich zurückzuhalten. Ma'am, hören Sie mich. Bitte, geben Sie mir die Waffe. Keine Reaktion. Die nervt. Ich legte ganz langsam meine Hand auf ihre Hände, die Waffe umklammerten. Bei der Berührung zuckte sie kurz zusammen und sah mich dann direkt an. Für den Bruchteil einer Sekunde war mir so, als würde sie mich mustern. Dann war ihr Blick wieder leer. Ma'am, ich nehme jetzt die Waffe, okay? Dabei nahm ich nun meine zweite Hand zu Hilfe und fasste die Pistole am Lauf. Sie hielt die Waffe fest, erstaunlich fest sogar. Bitte, sagte ich mit sanftem Nachdruck. Sie blinzelte kurz und dann lösten sich ihre Hände von der Waffe. Eine Amalite 44, nicht schlecht, vor allem zuverlässig, wie man am Ergebnis sehen konnte. Da man wirklich nie genug Waffen haben kann, gesellte sie sich zu meiner Beretta hinten im Hosenbund. Ich nickte Josh kurz zu, er verstand und machte sich Richtung Ausgang auf, um den Wagen zu holen. Okay, Ma'am. Mein Kollege holt den Wagen und dann bringen wir sie hier weg, okay? Sie nickte leicht, was mir als Zustimmung völlig ausreichte. Mein Blick wanderte durch das Zimmer. Die Sache war wirklich beschissen gelaufen. Wir werden hier noch etwas arrangieren müssen, dachte ich mir, aber erstmal die Frau hier aus dem Raum bringen. Langsam führte ich die Frau zum Ausgang und ließ sie sich auf die Treppenstufen setzen. Ma'am, mein Kollege ist gleich zurück. Ich gehe nur noch mal ganz kurz zurück in das Büro. Bitte bleiben Sie genau hier sitzen, okay? Sie nickte abwesend. Okay, was kann schon passieren, wenn ich Sie einen Augenblick alleine ließe, um mich um ein paar Dinge zu kümmern? Naja, sie könnte eine weitere Knarre herbeizaubern und uns alle umbringen. Ich hielt kurz inne und überlegte, nein. Ich ging direkt zur Leiche in der Küche. Von der Wand nahm ich mir eins der Tücher und wickelte es um den Griff des Küchenmessers, das senkrecht in Carminas Rücken steckte. Mit einem Ruck zog ich es heraus. Mit einem zweiten Tuch von der Wand wickelte ich das Messer ein und nahm es mit. Ein letzter Blick auf Carmina. Sorry, Kleine. Irgendwer wird sie bald vermissen und dann hier auftauchen. Vielleicht mit Bullen, aber es war wahrscheinlicher, dass derjenige die Bullen nicht rief. Kam nun wieder an der Frau vorbei. Sie saß immer noch genau dort und genau so wie zuvor. Perfekt. Ich lief die Treppe hoch, um oben in einem der Schlafzimmer nach ein paar Laken zu suchen. In einem der Schränke fand ich einen ganzen Stapel. Es würde wohl nicht auffallen, wenn ich mir einige borgen würde. Unterwegs schnappte ich mir noch zwei Decken. Zwischenzeitlich war Josh wieder zurückgekehrt. Als ich die Treppe herunterkam, sah ich, wie er die Frau ansah. Er sah sie wie ein Problem an, was man besser erledigen sollte. Offenbar hatte ich ihn vorhin nicht restlos überzeugt. Steht der Wagen vor der Tür? Klar, sagte Josh, ohne den Blick von der Frau zu lassen. Gut. Ich trat näher an Josh heran und sagte leise, Josh, denk daran, sie ist unser Joker. Ich behalte sie nur im Auge, erwiderte Josh. Wir müssen den Typen einpacken. Sieh sie dir an, sie ist durch. Sie wird uns keine Schwierigkeiten machen. Meinst du so wie im Büro? Konterte Josh. Touché. Josh hatte seine Momente. Okay, aber was haben wir für eine Wahl? Wir werden sie hier und jetzt nicht abknallen. Wir müssen den Typen einpacken und das Büro präparieren. Die Zeit läuft gerade tierisch gegen uns. Also, was sollen wir tun, Josh? Er dachte kurz nach, fand aber auch keine Lösung für unser Dilemma. Schließlich nickte er und wir gingen ins Büro. Die Frau blieb auf der Treppe zurück. Wir müssen auf Zeit spielen, sagte ich zu Josh, während wir Richtung Büro gingen. Früher oder später wird hier irgendjemand auftauchen. Dann wird der Carmina und den Panikraum voller Blut vorfinden. Die Bullen werden ihr Ding durchziehen und anhand des Blutes feststellen, wer da ganz sicher die Löffel abgegeben hat. Die Todesmeldung geht sofort an Quadra und schon können wir die Sache mit unserem Bluff vergessen. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Bullen das Blut vom Typen nicht finden und alles so arrangieren, damit die Bullen einer anderen, unserer Fährte folgen. Okay, und wie sollen wir das anstellen? Putzen? Fragte Josh. Da müssen wir schon lange schrubben. Ich habe da eine viel bessere Idee. Wir standen vor dem Panikraum und schauten zu dem am Boden liegenden Typen. Der hatte wirklich extrem viel Blut verloren. Das Geschoss der Amalite war im Bauchbereich eingetreten.
Bei dem ganzen Blut hier hatte es ganz sicher die Bauchschlagader erwischt. Interpretierte man die Spuren an der Rückwand des Panikraums richtig, konnte man davon ausgehen, dass das Geschoss am Rücken explosionsartig wieder ausgetreten war. Wahrscheinlich hatte es auch gleich die Wirbelsäule durchbrochen. Böse Knarre, böses Ergebnis. Lass uns einfach schnell machen. Wir breiteten im Büro die Laken und Decken aus, um den Mann damit einzuwickeln. Aufgrund des hohen Blutverlustes reichten die Schichten aus Laken und Decken glücklicherweise aus, damit so schnell kein Blut durchziehen würde. Unseren nagelneuen Kokon legten wir auf der Seite ab, um den Raum weiter zu präparieren. Wir durchwühlten das gesamte Büro, so wie es Junkies machen würden, wenn sie auf der Suche nach Kohle für ihren nächsten Trip wären. Wir fanden ein paar Credit Sticks, die wir einsteckten. Alles, was man durch einen der vielen Junkie-Hehler loswerden würde, warfen wir in den Panikraum. Danach schloss ich die Tür des Panikraums sowie die Geheimtür. Jetzt war der Raum wieder unsichtbar. Sehr gut. In der Regel waren die Panikräume so geheim, dass sie nur ihren Besitzern und der Firma, die ihn installiert hatte, bekannt waren. So schnell würde da also keiner reinschauen. Blieben die Blutspuren, die die Ehefrau im Haus verteilt hatte. Doch die würden 0815 Bullen wahrscheinlich den Junkies zuschreiben. Die meisten Bullen waren mit einfachen und offensichtlichen Antworten zufrieden. Das hatte uns schon oft den Arsch gerettet. Insgesamt sollte uns das Ganze ordentlich Zeit verschaffen. Würde sagen, ich gehe vor und setze die Frau in den Wagen. Ich deutete auf unseren Kokon. Danach wirfst du ihn einfach hinten in den Kofferraum rein, okay? Okay, bestätigte Josh. Glücklicherweise saß die Frau immer noch am selben Platz. Mittlerweile lehnte sie mit der Schulter an der Wand und schaute geistesabwesend auf den Boden. Ich war verdammt froh, dass ich mit meiner Einschätzung richtig gelegen hatte. Nur noch einen kleinen Moment, Lady, dachte ich und wandte mich der Eingangstür zu, um sie zu öffnen. In diesem Moment